Jo, meine Schlitten und ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit Toni. Hallo. Ihr da draußen wisst jetzt schon mehr als Toni. Denn ihr seht einen Videotitel von dem Spiel, was wir hier spielen. Toni weiß es noch nicht. Ich habe ihn total überrascht. Und ich fand das super interessant. Es ist eine Wirtschaftssimulation. Es ist der Waschsalon-Simulator. Okay. Nein, ist es nicht. Nee, mein erster Tipp wäre jetzt gewesen vom von dem Ziel-Dingsbums, dass es irgendwas mit Dr. Who ist, weil es sechseckig ist. Okay, wie kommst du denn bei sechseckig auf Dr. Who? Ja, die Dinger in der TARDIS an den Wänden sind immer so honigwabenförmig. Okay. Und innen drin ist was Rundes, deswegen keine Ahnung. Ja, du hörst es summ. Wir haben hier einen Auftrag. Wir müssen nicht was herstellen. Okay. Und zwar müssen wir Wäsche waschen. Es ist der Waschsalon-Simulator, wie ich schon sagte. Alles klar. Ich höre irgendwas reden. Ich weiß halt nicht, was ich tun muss, das ist das Schlimme. Achso! Interagieren. Guck mal, ob du Wäsche findest zum Einräumen. Oh, da ist jemand drin und telefoniert, glaube ich. Drin, ja. Litterbin. Coal Hill heißt. Ha, Coal Hill School! Wusste ich doch, irgendwas mit Dr. Who. La la la! Das klingt nach dem 13. Doktor. Ja. Ich höre sie nicht richtig. Ich auch nicht, aber man kann leider in den Soundeinstellungen nur laut leise. Aber es gibt nicht Musikstimmen und sonst was, es gibt nur laut leise. Ah! Ah! And oh yeah, I'm the doctor. I'm sure you're good. Und tschüss. Und da war schon wieder. Oh. Transmat. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Liebe Freunde, das kommt dabei rum, wenn ihr kein. Wenn Kalker in der Waschmaschine einsetzt. Long story short, imagine the infrastructure of time and space is a hard drive, and all living matter, everything that ever was or will be, is software. Well, okay. Someone's unleashed a virus that's attacking the hard drive and the software, meaning reality itself is being hacked, wiped, degraded. This reality virus is corrupting the past, present, and future. Those creatures are Hydrogs. Vicious amphibians, sometimes used as guards by races like the Stenza and Zygons. They're deadly carnivores with no table manners and a taste for human flesh. Mm. They shouldn't even be in this system. We can thank the reality virus for them showing up here. Yeah, right now they're incubating, but that won't take long. Then they'll smash out of the machines. So you've got to get out of there sharpish. Okay. Looks like there's only one exit, through the back door in the manager's office. Be careful, and whatever you do, what do I do? Klick weg. Das hier klingt unser Ziel. Objekt. Ein Ring. Ein Ring, sie alle zu knechten, ne, keine Ahnung. Nehmen wir erstmal mit, mal gucken. Gutes Zeug, ein weiterer Gegenstand für mächtige Miniscope. Okay. Last Wash 6pm. Last Wash. Give you my laundry. Ich würde den einfach nochmal Schneiderwaschgang geben und dann. Halt mal das laut. Ja? Warte mal, ich muss mal. Ja, ja. Also, das sind legit die gesamten Einstellungen im Spiel. Okay. Ich muss ein bisschen runterdrehen, weil sonst verstehe ich mich am Ende des Tages kaum noch. Stay inside, keep quiet. Ja, dann gucken wir nochmal hinten raus, kommen aus dem Büro vom Manager. Ja, also ich habe zwei, drei Infos bekommen zum Spiel. Zum einen, sammle
pro alles. Epoche, also das sind ja wohl offensichtlich Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, wie sie ja auch gerade schon sagte, jetzt weiß ich, was mit Epoche gemeint war, so viel wie möglich. Denn du kommst teilweise wohl nicht richtig dahin zurück. Okay. So. Alter, es ist dunkel hier. Boah. Ist vielleicht ein Lichtschalter? Ich hab kein Licht. Hallo. Oh. Ah. Objekt. Ah, der Schirm vom Doktor. Da war ein Schublad unten links. Ja. Was kannst du nicht sagen? Ich muss ja irgendwo ein Lichtschalter. Das ist meistens an der Tür, oder? Explore. Ja, ich würde gerne viel mehr exploren, aber hier könnte echt nicht geschahen, was? Sicherungsblock fehlen. Ah, okay. Ja, der fehlt so ein Sicherungsblock. Wahrscheinlich irgendwo in den Schubladen hinter uns. Wie wär's mit dem? Oder den. Nehmen wir den noch. Interagieren. Ah. Metallis. As I was being taken, I managed a bit of transmagicary pokery. I popped a little present in the safe for you. But before you ask, I can't send anything else. Not from here. Anyway, open the safe, grab your present and use it to unlock the door. Gott, die redet halt ununterbrochen, da kommst du ja kaum mit, hier irgendwas zu tun. Also genau, hier ist die TARDIS, die kann ich komischerweise jetzt nicht nehmen. Wir fangen mal unten an, ja? Ja, ist gut, wir wissen, wir müssen eine Kombination finden. Okay. Guck mal, die Winkelgasse. Okay. War schon mal nix. Take the photo frame and see if there's anything written on the back of it. Der hat sich doch garantiert irgendein Entwickler verewigt, oder? Na, möglich. Also wir sollen mal auf die Rückseite gucken, ob irgendwas steht. Ja, das steht Tatsache. Übrigens, das war mal ein VR-Spiel. Die Maussteuerung ist nicht so einfach. Das ist eine. Herbst 14. 14, okay. Das war irgendwas, kann ich nicht lesen. Ich hab gerade rauszufinden, so komme ich dahin. Dann so rum. Ey. Aber besser lesen können wir es immer noch nicht, ne? Time for all you. Ja. Broom. Besen? Besen, ja genau. Danke für all die harte Arbeit. Hier auf der Coal Hill Schule. Viel Glück mit der Laundromat. Und seien Sie kein Fremder. Unterschrift. Liebe irgendwas. Ja, genau. Schimanski. Love irgendwas. Genau, Schimanski. Ja, genau. Und hier hat er einen neuen Besen bekommen. Mein Gott, der glücklichste Tag im Leben eines Hausmeisters. Genau. Yay. Okay, also eine 1-4 können wir uns vielleicht mal merken. Okay. Da geht nichts. Da geht was. You've got to find the combination to the safe. It's 83. If it was my combination, I'd go for 1019 personally. James Smith. Lowest 4-digit safe prime number, obviously. Ist die nicht tot? Call Tina Tuesday. Have a poke around and see if you can find out what they were. Ja, ja, gucken wir mal rum. Also wenn sie sagt, ihre Kombination wäre 10-19, dann würde ich fast eher sagen 14-83, wegen kleiner größer oder wie? Ja. Gucken wir mal aus. Okay, hier geht keine Maus, wie tippe ich? Ah, Pfeiltasten, okay. Ja. Also, 14-83 war das, ne? Dies war ja einfach. I love my sonic screwdriver, so don't lose it. Sehr cool. Nice. So, okay. Oh, da blinkt doch. Da blinkt noch was. Hier blinkt noch was hier drin, ne? Oder wo man so blinkt noch. Oh. Hä? Ach nee, das war der Dings. Rechts davon die Schachtel. Oh, unten auch. Interagieren. Sehr gut. Bald bist du der Quell allen unwahrscheinlichen Wissens. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Die Schublade unten noch? Die Schublade? Achso, war ja. Ach nee, so, stimmt. Hier? Ja, ja, die auch. Nee, kann man auch nicht machen.
Problem. Gehen wir alle einmal durch. Wie heißt das Spiel? Edge of Reality. Ah, okay. Ich glaube, da habe ich auch einen Trailer für gesehen. Irgendwann mal. Wie gesagt, das war ursprünglich ein VR-Titel. Mhm. Ist jetzt auch umprogrammiert worden für eben halt normal, wie eben halt damals das Star Trek Bridge Crew ja auch schon. Mhm. Man merkt es anhand. Oh, ich glaube. Hat der Zettel gerade geleuchtet? Ja, ja. Also. Oh, okay, ich kann auch Sachen einsammeln, die nicht leuchten. Das ist definitiv etwas für dein Tagebuch der unwahrscheinlichen Dinge. Oh Gott. Ich muss Dinge anklicken, die nicht leuchten. Ich bin jetzt schon überfordert. Die vielleicht nicht. Da ist noch was. Aber sie leuchten einmal, wenn man den Raum betritt. Ja. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Okay. Gucken wir nochmal hier. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas am Leuchten. Aha. Ah ja. Da war ein Haus. Oh ne, das hatten wir schon verlassen. Aha. Ah, noch was. Kann ich das auch irgendwie an? Wie wechsle ich denn? Keine Ahnung. Inventar. Wie komme ich überhaupt aufs Inventar? Ist es nicht? Tab. Ah. Oh, Tab ist schon mal ein Tagebuch offensichtlich. Ah. Willkommen in deinem Tagebuch der unwahrscheinlichen Dinge. Geschrieben von dir. Oder anders ausgedrückt von mir. Wenn du bist. Was? Denn du bist ich und ich bin du. Und wenn du denkst, so schreibe ich gar nicht. Okay, sehr verwirrend alles. Denn es würden viele denken, dann liegt das daran, dass das hier von M. Oder EM? Ist das ein Bekannter? Kennen wir den? Von EM? Und dem Doktor bearbeitet wurde, die einfach nicht ihre Finger davon lassen können. Das ist die nächste Seite. Wozu ist das gut? Genau. Es soll dir helfen, also mir. Du wirst zerstreut Notizen finden, die dir Informationen und Hilfe bei dieser Aufgabe bieten. Denn ja, du hast das schon einmal gemacht. Keine Panik. Die TARDIS oder am Anfang. In letzter Zeit bringe ich die beiden Dinge immer durcheinander. Ah ja. Hydrox. Oder Hydrox. Hydrox. Grausame Amphibien, die von der Spezies wie den Stenzer oder. Ja, kennt man die? In der ersten Staffel der von ihrer ersten Staffel kamen die vor. Das, die haben Zähne im Gesicht. Oh, okay. Den Stenzer oder den Monoiden als Gefolgsmänner eingesetzt werden. Naja, Gefolgsdinger. Gefolgsschrecken. Achtung, sie ernähren sich von menschlichem Fleisch. Falls sie also gerade in den Waschmaschinen brüten, dann solltest du dich beeilen. Sobald sie ganz ausgewachsen sind, sehen sie in dir nur noch ein Lunchpaket auf Beinen. Herr Schallschraubenzieher, multifunktionales Dingsbums, das mehr drauf hat als eine Magier-Show in Las Vegas. Funktioniert aber nicht bei Holz. Das hat den Kastenbogen aufgehoben. Das ist eine kleine Waffe, ist keine Waffe. Allerdings kannst du damit deinen Gegner mächtig auf den Nerv gehen. Im Grunde ist es ein Zauberstab. Neben dem Harry Potters Zauberstab aussieht wie eine dieser Stifte mit vier Farbmöglichkeiten. Obwohl sie zugegebenermaßen ziemlich cool sind. Okay, das ist alles. Ich muss ganz fix von meinem Hund rauslassen. Der stuckt mich an. Das glaube ich, steht allerhöchst einmal. Gleich wieder da. Jo. Ich suche währenddessen mal die Taste für Inventar. Also Tab. Tab ist Tagebuch. Okay. I ist nix. Leertaste ist nix. E? F. 1. 1. 2, 3. Was ist denn 3? So, jetzt können wir die Sachen mal untersuchen. Ach, das ist wahrscheinlich der Laden von außen, oder wie? Gibt es doch noch irgendwas? Kann ich die Sachen. Was ist das denn? Also kann ich Sachen wegwerfen, die ich nicht brauche. Okay, verstehe. Untersuchen. Wieder da. Jo. Distortions in Time and Space. Space and Time. Dr. Neil Milestone. Milestone. Ja. Oh, es gibt keinen. Das ist immer schon schlecht, wenn hier auf der Rückseite nicht schon die halbe Buchzusammenfassung ist. Ich habe auch gerade rausgefunden, wie. Nee, doch nicht. Wie habe ich es jetzt gemacht? F. Kannst du werfen. Oder? Nee. Ja, noch. Ich muss das mit F auswählen, dann rechte Maustaste und dann linke Maustaste. Das ist schon ein bisschen. Okay. Steuerungsgewöhnungsbedürftig. So. Und. 1. F. Das war das andere Bild. Ne, das kann auch weg. Ah ja, genau.
Das war die hier, die Winkelgasse oder was immer das sein soll. Genau. Ich würde das Buch trotzdem mitnehmen, was du weggeschmissen hast, falls du es noch aufheben kannst. Buch? Ja. Aber da steht halt nichts bei. Ja, ah ja. Gudi. Ah, jetzt ist Schluss. Genau. Ah. Oh, das sieht schon mal sehr aus. Nett aus hier, ja. Irgendwelche Flaschen immer mitnehmen. Habe ich gerade schon geguckt, die hier geht nicht. Das hier ist, glaube ich, die Lampe geht auch nicht. Refresh geht auch nicht. Wahrscheinlich irgendein Waschmittel. Was ist das? Irgendwas da hinten. Oh, Daleks. Daleks Schiff am Himmel. Oder? Das geht schon mal nicht. Geht schon mal nicht, ne. Okay. Öffnen der Mülltonne geht auch nicht. Schleichen wir uns mal langsam hier durch. Hier ist ein bisschen lauter. Aber hier ist niemand. Das hier sieht irgendwie so ein bisschen. Aber ich kann da nichts machen. Okay. Ich glaube, hinter uns lag irgendwas am Boden, was interessant aussah. Das da. Ah, ne, ein Bachstein. Das ist nur ein Stein. Das ist hell. Ja. Oh, na dann. War hier nicht gerade irgendwas mit interagieren? Nee. Nee. Aha. Okay. Wir sind aus 3. Untersuchen. Okay. Ich würde es aber mitnehmen. Ich würde alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Okay. Oh. Guck mal da nach oben links. Achso, oh. Das ist nur. Wobei. Kommen wir da rein? Nee, da ist so Glibber dran. Nee, lieber. Weiß können wir auch nicht. Nee, lieber nicht. Ich habe nur irgendeine Bewegung gesehen. Rechts habe ich gedacht. Links. Da wäre irgendwas. Schade, dass man das nicht scannen kann. Oder? Also ich muss ja sagen, ihr Schaltstromdreher sieht ein bisschen aus wie so ein leuchtender Kuli, oder? Ja, den hat sie irgendwie zusammen. Gabeln oder sowas zusammen gelötet, keine Ahnung. Also es ist keiner, den die TARDIS hergestellt hat. Oh, okay. Ich mag, sie fuchtelt auch ein bisschen extrem damit rum. Keine Ahnung. Muss halt fancy aussehen. Ja. Mal gucken, ob ich da rein. Nee. Oh, oh, Oh. Aber ich darf das nicht so lange hier aufhalten. Jetzt habe ich auch gerade das Gefühl. Okay. Dann gehen wir lieber weiter. Ich warte mal den hier ab. Ja. Ich glaube, wir dürfen nicht in diese Lichtstrahlen. Ja, ja, genau. Mal da noch. Da ist ein Lämpchen und sowas. Die würde ich mal versuchen einzusammeln hinter uns. Lämpchen? Lämpchen. Zu uns so, die da? Da auf dem. Ja, irgendwann gucken, ja. Ah, okay. Wollen wir noch einen zweiten Kaffee? Ja, vielleicht braucht die TARDIS eine neue Lampe oben drauf oder so. Oh, Achtung, da kommt wieder einer. Ja, ja. Tschö. Ja. Kann ich rennen? Oh, ich kann ein bisschen rennen. Da ist nix. Oh, nix, dann laufen wir weiter. Das ist verbarrikadiert. Da ist wieder was. Was ist das denn? Das Ding geht mir gerade auf, oder? Nee. Was? Oh, weg, weg, weg! Oha, das war was knapp! Uiuiui! Ich hoffe, das Ding kommt nicht weiter hier rüber. Oh. Hoffentlich auf gleicher Linie, oder? Nee, ich glaube nee, ich glaube nicht. Oder? Na ja, doch, sieht gut aus. Okay. Okay. Doch schneller vorangehen. Ich hätte doch mehr gehetzt, als ich dachte. Ja. Okay. Und dann kommt schon wieder aufs auf Rückweg. Ah ja. Aber im Gebäude ist es hier laut drin, ey. Extrem laut. Schlüssel, die könnten wichtig sein. Schlüssel mal gut. Da suchen wir die mal. Steht da irgendwas drauf? Crane. Danny okay. Crane. Vielleicht. Und wenn er noch was sagt. Busch, was ist das? Ne, kann man auch nicht nehmen. Wir... Klick, 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 klick. Geht alles nicht. Okay. Oh. Nee. Okay.
Okay. Okay. Ich glaube, das ist dieses Dalek-Schiff, was hier so viel Lärm macht. Ja, ja. Oh Mann. Oh, das ist der vom ersten Reboot. Neunten Doktor. Ne? Ja. Ja, genau. Im Moment nehmen. Für das mächtige Miniscope, was immer das. Oder doch Miniscope. Ja, mal gucken. Bist du da was? Da ist wie ein Büro. Oder so, ne? Wenn das mit jemandem fängt, anfangs an, macht all diese Dinge auf. Und erst, keine Ahnung, im letzten Kapitel ist in sowas mal was drin. Ja, hab ich auch. Das war auch so ein unangenehmes Geräusch hier. Ja. Ach, jetzt ist es mal wieder auf. Bücher gehen alle irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich da rausgehen sollte. Da draußen ist natürlich ein Dalek. Das da war zum An. Mhm. Es ist unwahrscheinlich, es ist eine Tasche. Ja, es ist eine weitere Unwahrscheinlichkeit. Okay. Eine Tatsache. Das heißt, wir haben wieder ein neues Seitchen bekommen. Nö, Schaltschirm drin hatten wir schon, oder? Komisch. Aber nicht auf der Seite. Da, Dalek-Invasion der Erde. Geht's dir gut? Du klingst so, als ob du gerade am Sterben bist. Ich muss mir meine Nase putzen. Ja, dann puckst du dir die Nase, ich lese schnell die Seite vor, okay? Jo, gut. Perfekt. Dalek-Invasion der Erde. In dieser Version des Universums haben die Daleks erfolgreich die Erde übernommen. Sagen wir es mal so, es ist keine freundliche Übernahme. Die Daleks stehen total auf Unterwerfung und Brutalität. Also versuch gar nicht erst, an ihr gutes Wesen zu appellieren, denn sie haben keins. Ihre Eroberung der Erde ist ein weiterer Grund, warum du die Auswirkungen des Realitätsvirus rückgängig machen musst. Die hatten wir alle. Wir können jetzt mal hier auf den Tisch gucken. So, sorry. Boah, alles gut. Also die Dalek-Invasion der Erde ist ein weiterer Teil des Realitätsverlust-Virus, das hier zugeschlagen hat. So, da kommt schon wieder so ein UFO. Ich gehe mal raus. Warte mal. Amy, du? Der braucht gleich wieder. Das ist laut. Okay. Ja. Ganz schnell einmal um. Was ist das denn? Das ist eine Müllpresse hier, oder? Ja, sieht so aus. Da hast du gesagt, das ist so eine Schleimpresse oder sowas. Du parkst da und du kommst zurück. Ah, das bewegt sich, ja. Von dir nehmen wir Angst, du gehst da hinten links, das sind die Peitsche macht sich plötzlich in der Wand. Oder sowas. Nee, ein Kabel. Das ist ein Starterkabel, glaube ich. Okay. Pack mal hier drin, ne? Sehen sie uns hier drin nicht. 4. Untersuchen. Starterkabel, genau, hast du recht gehabt. Ja. Vermute mal, da müssen wir vielleicht irgend so ein Autocode schließen oder sowas. Mhm. Ein paar Wracks stehen hier rum, aber die dürften alle und. Tauglich zum Fahren sein. Kommen wir hier raus? Nee. Ach, ich glaube, er kommt gleich wieder. Ja. Und hinter uns, glaube ich, auch eins. Warte, Vorsicht. Ja, aber das fährt da hinten längs. Achso, okay. Okay. So. Next Step. Ah, Kran! Kran? Hinter uns ist so ein Kran. So ein oh, Park. Ich sehe es, ja. Interagieren. Da muss noch ein zweites irgendwo sein. Noch ein zweites. Ja. Okay. Das Gute ist, zum Glück sieht man die schon auf einige Entfernung, glaube ich. Ja. Kann man da hoch? Nee. Nee. Also nicht mit den üblichen WASD-Wert hast du. Schon. Oder ist das das, was da so laut ist? Das ist ja. Mega weit weg. Warte, geh nochmal ein Stück zurück, guck nochmal an dem Kran nochmal hoch.
Da leuchtet auch wieder. Oh, da ist der Schlüssel. Ja, aber ich nehme an, bedienen können wir den Kran erst, wenn wir das zweite Kabel haben. Ja, ja, ah, da hinten ist doch. Warte, gehen wir zurück. Ach nee, das war die Öffnung. Na, das war die Öffnung. Ja. Da müssen wir mal gucken, das ist bestimmt irgendwo einer. Da müssen wir bestimmt den Bus aus dem Weg heben, der da im Weg steht. Das heißt aber, das zweite Kabel muss hier irgendwo. Oh Gott. Ja. Hui. Ui, ui. Irgendwo auf dieser Seite der Welt sein. Ja, fahr halt wieder zurück. Das war ja irgendwo im an der Wand. Ich sehe aber sonst nicht wirklich eine freie Wand mehr irgendwo. Waren wir schon da hinten rechts irgendwo, ja. Hier war das erste, ja. Hier war das erste, genau. Hier geht's nicht weiter. Nee. Nicht so eine Säule in der Wand. Ja. Okay. Ich hätte nicht hier viel Müll. Boah, ich krieg ja. Ist ja voll die Panik, wenn ich die Italics da oben sehe. Ja, nee, ich finde auch das Geräusch mega unangenehm. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Okay. Ich habe halt auch noch nichts gefunden zum Springen, also nee. Dass man hier mal irgendwie besser reingucken könnte, aber. Ja. Achso, okay. Geht auf Kisten. Mhm. Aber da drin sehe ich halt auch nichts. Da an dem. Hinter der Lampe? Da ist links, links, links ist da. Ah, hier ist ein Stück Papier auf jeden Fall für das Tagebuch. Okay. Ja. Aha. Ah, hier. Ah! Wunderbar. Noch irgendwas zu mitnehmen? Nee. Sieht nicht so aus. So, gehen wir mal hier raus. Stellen uns mal. Warte, wo ist das andere Ding ist? Ja, da drüben, hinter der nächsten. Ja, ich glaube, für die nächste Häuserreihe okay. Da hinten bestimmt. So, nächste Buchseite. Willkommen, gut. Das haben wir schon. Daleks. Daleks. Die ewigen Erzfeinde des Doktors, angetrieben von dem Drang, alles zu eliminieren, was anders ist als sie. Anders als sie ist. Sie sind fast unbesiegbar, in ihren Augenstiele sind der zerwundbarste Teil ihrer Außenhülle. Sie können weder mit Dalekanium-Bomben noch mit ihren eigenen Waffen vernichtet werden. Du könntest versuchen, einen aus dem Fenster zu schubsen. Fügt zwar keinen Schaden zu, ist aber großartig zum Stressabbau. Also geschrieben ist das echt wunderbar, muss man sagen. Ja. So. Interagieren, Kabel 2. Ja, perfekt. Und Schaltschraubenzieher, das war die 1. Aber laufen nicht alle Daleks in den. Oh. Wollen wir mehr damit machen? Nee, schon mal nicht. Ich hätte aber das Ding wieder runterfallen lassen. Na, schnell mal durch. Okay, rote oder blaue Cortina-Pille, was darf es sein, Neo?